Ja, danke schön. Ich bin Moritz. Das war meine Installation MR808. Ich begrüße euch zum Vortrag Marvin und der Blues, wie Roboterinstrumente zum Musikmachen benutzt werden können, benannt nach dem gleichnamigen Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams, den ihr vielleicht kennt, auch ein musikliebender Roboter. Genau, heute werde ich etwas über mechanische Klangerzeugung erzählen. Ich beginne etwas mit der Definition, was sind Musikroboter, verschiedene Arten von Musikrobotern, was sind die Grundlagen geschichtlicher Natur, worauf geht das zurück, also automatische Klaviere beispielsweise, und werde da einige Beispiele und verschiedene Projekte, die es in dem Bereich gibt, vorstellen, die nicht von mir sind. Dann der Hauptteil meines Vortrags. Simon hat gesagt, zu leise. Jetzt. Okay, soll ich alles nochmal erzählen? Juhu! Ja, also bisher habe ich nicht so viel gesagt, nur was ein bisschen passiert ist. Ihr könnt es auch da lesen. Und genau, also der Hauptteil meines Vortrags geht eigentlich natürlich über die Installation, die ihr hier gerade schon gesehen habt in Aktion. Und über die Aufbau, die Elektronik, die dahinter steht, die Programmierung und über einen essentiellen Teil, nämlich die Latenzsteuerung. Also wie schaffe ich es, dass die einzelnen Klänge immer zeitsynchron erklingen können. Genau, aber als erstes will ich etwas kurz noch zu meiner Person sagen. Also ich bin Musiker und Maker, seit frühester Kindheit an schon viel geschraubt und gebastelt und gelötet, programmiert, wie eigentlich wahrscheinlich viele hier. Habe eine klassische Ausbildung, Klarinette, Klavier, Gitarre, Bass und dann noch ein kleines Ingenieurstudium zwischengeschoben und beschäftige mich eigentlich schon seit 2003 mit robotischer Klangerzeugung, habe angefangen mit präparierten Schallplattenspielern. Das ist ganz großartig, wenn man einen Schallplattenspieler hat, da so Sandpapier, Aluminiumfolie draufklebt und dann die Nadel über die einzelnen Bahnen rüberzieht und das vielleicht noch so ein bisschen mit mechanischen Aktoren abhebt oder so. Das ist ein schönes Rauscherlebnis der anderen Natur. Genau. Und vor 2 Jahren habe ich dann angefangen mit meiner Installation, die hier zu sehen ist. Jetzt ist sie im November diesen Jahres, habe ich sie released. Und ich habe auch einen Blog dazu, wo relativ viel von der Technik nochmal erklärt ist, Sonic Robots. Und eine Band, eine Roboterband, Science Fiction Children. Genau. Ich habe das hier auch alles schön ausgedruckt. So, Musikroboter, was ist das denn überhaupt? Es gibt ein Paper von Ajay Kapoor von 2005, das ist ja in dem Bereich ein relativ relevantes Paper gewesen, A History of Robotic Musical Instruments, und da habe ich ein Zitat rausgegriffen, was vielleicht etwas trivial ist, aber das schon ganz gut illustriert. A robotic musical instrument is a sound-making device that automatically creates music with the use of mechanical parts such as motors, solenoids or gears. Also solenoids sind Elektromagneten, falls jemand das nicht weiß. Und das einfachste Beispiel dazu ist zum Beispiel eine Trommel, die durch einen Elektromagneten angeschlagen wird oder durch einen Motor. Das passiert hier auch auf der Seite 11-mal. Und ich habe dieses Zitat noch etwas erweitert und würde eigentlich sagen, ein moderner mechanischer Musikroboter erzeugt Klang physisch mit Hilfe von elektromechanischen Aktoren, meist unter der Zuhilfenahme von IT. Weil die Musikroboter, die sich so in den letzten 20 Jahren, die entwickelt wurden in den letzten 20 Jahren, die haben auch einfach meistens irgendwelche Arten von Mikrocontrollern oder Software drin. Und ich würde das abgrenzen zu den Musikrobotern, ich erzähle da gleich noch was drüber, die am Anfang der Musikrobotergeschichte entstanden sind. Also insgesamt ist die Szene der Musikroboterbauer weltweit, das sind vielleicht so einige hundert Künstler, und das hat schon natürlich eine große Schnittmenge mit der normalen Robotik, also die ganzen Funktionen, Technologien, die verwendet werden, findet man eigentlich auch teilweise im Quadrocopterbau, bei 3D-Druckern, autonomen Robotern. Genau, der Schwerpunkt der ganzen Szene ist wieder 3D-Druck auch in den USA. Da sind eigentlich die meisten Künstler, die sich mit Musikrobotik auseinandersetzen. Ich werde auch gleich einige noch vorstellen. Und seit den 80er Jahren ungefähr gibt es, oder da sind die ersten Musikroboter nach dieser Definition so aufgekommen. So.
So, ich habe, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, natürlich auch viele andere Installationen mir angeschaut und habe verschiedene Künstler, ja, Interviews gelesen, Papers gelesen und ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist die Motivation, einen Musikroboter überhaupt zu bauen? Also die großen Namen, die in der Szene eigentlich bekannt sind, sind vor allem hier Eric Singer aus Brooklyn, der hat eine Künstlergruppe, die heißt Lemur. League of Human Music Instruments, Urban Human Robotic Instruments, naja, okay, so ungefähr. Und Felix Thorn ist ein Künstler zum Beispiel aus UK, ein relativ junger Künstler. Und was ist die Motivation, um einen Musikroboter zu bauen? Also meistens sind das Leute, wie ich auch, die sind Musiker, die einfach ein sehr großes Interesse an Robotik haben, an Elektronik und an Basteln. Und die Motivationen sind natürlich unterschiedlich. So, aber ich habe zwei Motivationen gefunden, die eigentlich bei allen vorhanden waren von den Leuten, die ich mir angeschaut habe. Also das eine ist ein Begriff des Placement of Consciousness. Das bedeutet, ist ein medientheoretischer Begriff und der bedeutet eigentlich, dass man eine Veränderung der Wahrnehmung erzeugen möchte beim Zuschauer oder beim Zuhörer von einem Kunstwerk, indem man zwei verschiedene Reize synchronisiert. Und das ist bei Roboter-Musikinstrumenten eigentlich der Fall. Also man hat zum einen natürlich einen tonalen Reiz, in dem der Klang erzeugt wird und gleichzeitig hat man aber auch einen optischen Eindruck. Also ich habe das noch unterstützt durch Lichtimpulse, aber muss man natürlich nicht machen. Also man hat ja auch die eigentliche Aktion, die passiert. Das ist eine Synchronisation von zwei Reizen und das wird in der Medientheorie Displacement of Consciousness genannt und das hat eigentlich jeder der Künstler, die ich mir so angeschaut habe, irgendwo ungefähr gesagt. Eine andere Sache, die natürlich immer aufgekommen ist, ist vielleicht ein bisschen trivialer, aber so die Erweiterung der musikalischen Möglichkeiten, was mich eigentlich auch persönlich natürlich angetrieben hat. Man hat eigentlich sonst mit der Gitarre, mit so klassischen Instrumenten angefangen und irgendwann ist einem das nicht mehr genug und dann möchte man die musikalischen Möglichkeiten hacken und erweitern. Genau. Die Grundlage dafür, warum Musikrobotik eigentlich interessant ist, geht aber weiter zurück. Die Ästhetik der Geräusche, also warum kann ein Geräusch eigentlich ästhetisch sein? Dieser Musikroboter, der ist natürlich eher in der Popkultur angesiedelt, aber andere Musikroboter, die gehen anders mit Klang um, also die begreifen Klang mehr als Geräusch und das war nicht immer so. Also Luigi Rossolo, der italienische Futurist, hat 1913 ein Manifest geschrieben, was eigentlich in dem Bereich so als Grundlage gilt, L'Art dei Rumori, also die Kunst der Geräusche, und dort schreibt er über die Schönheit und die Ästhetik von Geräuschen, von der Großstadt und der Lautstärke. Und er hat dann auch großartigerweise 1924 ein Russolophon, eine Geräuschorgel gebaut. Ich habe sie leider nie gesehen, aber es muss ganz großartig sein. Man kann durch verschiedene Tasten hupen, Sirenen und hervorrufen und so einen Großstadtlärm sich selbst mit einer Geräuschorgel erzeugen. Und das war eigentlich der Wegbereiter für einen großen Kunstbereich, also die Musik konkret oder die Kölner Schule, Stockhausen und so weiter. Das war eigentlich so die Grundlage davon. Eine weitere Grundlage ist der für mich auch sehr wichtig ist, ist der Fehler insgesamt. Und zwar, wenn man das vergleicht im Kontrast dazu, dass Musik im Rechner erzeugt wird, dann ist das natürlich immer deterministisch. Also man hat einen Klang und es ist immer klar, wann und wo der auftaucht. Man hat vielleicht Regler für Random oder so, aber es ist eigentlich grundsätzlich deterministisch. Und für mich ist die Idee auch sehr interessant, dem Fehler und dem Zufall etwas mehr Einfluss einzuräumen. Und das hat man definitiv, wenn man Musikroboter baut, weil ein angeschlagenes Instrument kann nie so definiert sein wie ein Klang, der aus dem Roboter, der aus dem Computer, Entschuldigung, erzeugt wird. Und da gibt es natürlich auch schon verschiedene Musikrichtungen, die das nutzen, also Glitch oder Klicks und Cuts, die also die extra mit Fehlern arbeiten, mit Fehlern, die auch natürlich eventuell digital produziert worden sind, die benutzen das auch schon, Industrial oder Noise-Musik. Das ist auf jeden Fall für mich auch eine Motivation, mich mit der Musikrobotik auseinanderzusetzen. So,
Ich möchte jetzt mal ein paar Beispiele geben von Musikrobotern, also jetzt nicht von mir, sondern von anderen Projekten. Und wenn man sich so die anguckt, dann gibt es verschiedene Arten. Da möchte ich kurz auf die Struktur eingehen. Also wenn man die technisch strukturiert, dann gibt es vor allem Roboter, die tonal arbeiten. Das heißt Klavierroboter beispielsweise, Saiteninstrumentroboter, also eine zum Beispiel eine Geige, gibt es eine Robotergeige. Perkussive tonale Roboter, also Glockenspiele oder Xylophone. Und auf der anderen Seite den ganz großen Bereich der Rhythmusroboter. Also Rhythmusroboter sind eigentlich am einfachsten zu bauen, also meiner ist ja auch einer, weil man da quasi nur einen Klang hat, den man ansteuern muss. Und im Vergleich dazu, wenn man einen tonalen Roboter baut, dann muss man halt immer natürlich mehrere Töne, am besten mindestens 12, also eine Oktave, realisieren. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Deswegen sind die Rhythmusroboter, wenn man jetzt bei YouTube eingibt, Drum Robot oder so, da findet man eigentlich eine unglaublich große Anzahl von Drum-Robotern, also das machen auch relativ viele Leute. So, jetzt muss ich mal kurz weiterklicken. Ja. Genau. Wenn man konzeptionell sich das anschaut, gibt es da zwei verschiedene Strukturierungen mit Pfeil. Zum einen Roboter, die deterministisch funktionieren, also die vorhersagbar sind, mehr oder weniger vorhersagbar. Ich habe da auch schon was erzählt mit dem PC. Meiner gehört jetzt dazu, also das heißt, sie sind gesteuert von Menschen oder von vorgefertigten Pattern. So passiert das bei mir hier auch. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Roboter, die anthropomorph funktionieren. Das heißt, sie versuchen, menschenähnliches Verhalten zu imitieren oder nachzumachen, also quasi ein bisschen autonom zu sein. Funktioniert mehr oder weniger gut. Also das sind eventuell iterative Pattern, die sich aufgrund von Umwelteinflüssen verändern, künstliche Intelligenz, und ja, die haben meistens Sensoren drin und das reagieren so auf die Umwelt und verändern die Musik danach. Genau, also der erste große Roboter-Hype, das war eigentlich so 19. Jahrhundert, 1863 und kurz danach. Also Foucault hat 1863 dieses Pianista gebaut, das ist ein mechanisches Klavier, was die Noten auf Papierrollen aufgedruckt hat, und das, dann gibt es eine Hammermechanik, das Notenpapier wird da so durchgezogen und dieses Klavier, das spielt dann von alleine los. Die meisten werden es wahrscheinlich aus so Western-Filmen kennen, wenn die Saloon-Schießerei gerade losgegangen ist und der Pianist vom Hocker fällt und dann das Klavier von alleine noch weiterspielt. Also so ein Klavierroboter. Das ist dann weitergegangen und ein Pianola wurde entwickelt. Das ist ein mechanisches Klavier, und bis zum Siegeszug der Schallplatte waren diese mechanischen Klaviere nicht nur jetzt gelegentlich mal zu sehen, sondern das ist wirklich ein millionenfach verkauftes Produkt gewesen, was in jedem besseren Haushalt rumstand. Genau. Und mechanische Klaviere gibt es eigentlich immer noch. Also das Disk-Klavier von Yamaha wurde 1978 eingeführt. Das ist auch ein kommerzielles mechanisches Klavier. Das hat dann alles, was damals so en vogue war, also MIDI-Schnittstelle und ein Diskettenlaufwerk. Und ja, das sieht so aus. Und das ist einfach ein Flügel, der auch automatisch spielt. Tonale Saitenroboter, da kommen wir jetzt schon ein bisschen mehr in die Szene der letzten 20 Jahre. Gibt es natürlich auch viele. Also hier eine Installation auf der linken Seite von Lemur, von der League of Mechanical Urban Robots, von dem Erik Singer. Das war so, es ist eine sehr, sehr bekannte Installation gewesen, ein Guitarboard. Das ist ein Gitarrenroboter, bestehend aus vier Saiten. Da gibt es so einen Slider, der die Gitarre an verschiedenen Stellen abteilt, und dann einen Pickup, der die anreißt. Genau, die ist ziemlich bekannt gewesen, die Installation, und von Roland Ulbeter auf der rechten Seite, Fast Blue Air, das ist auch eine Seite, die ist mit Technik überfrachtet, das wurde auch von Festo gesponsert, also Festo ist so ein Pneumatikhersteller, ein relativ großer, und die klingt auch wirklich sehr gut, also ist eine tolle Installation auch. Perkussive Drumroboter gibt es, wie ich schon erwähnte, eigentlich relativ viele. Ich habe jetzt mal zwei rausgegriffen, die mir als besonders wichtig erschienen oder besonders cool. Der Sticky Boy von Frank Barnes auf der linken Seite von 2007, das ist ein pneumatischer Drummer, der auch menschenähnliche Züge trägt.
Und das ist eine ziemlich coole Installation. Was ich echt erstaunlich finde, der hat einen sehr großen Weg vom Anfang des Stockes, bis er den auf die Trommel auftrifft. Und der ist aber trotzdem wirklich tight. Also das ist ein funktionierendes Musikinstrument. Und der Barnes, der hat sogar noch einen Gitarrenroboter und einen Bassroboter daneben gestellt. Das sind auch so menschenähnliche Gestalten. Und der spielt damit eigentlich vor allem so Punk-Songs nach. Auf der rechten Seite gibt es den Yellow Drum Machine. Das ist ein autonomer fahrender Roboter, der auf Umwelteinflüsse reagiert. Der hat vorne so einen Sensor dran und noch verschiedene andere Sensoren. Und der fährt so rum und trommelt dann auf verschiedenen Sachen und nimmt Umwelteinflüsse auf, sozusagen. Gut. Meine Installation, die MR808, die hier zu sehen ist, ich muss mal weiterblättern, geht zurück auf einen klassischen Drumcomputer, die TR808. Ich weiß nicht, ob die einen was sagt. Das ist ein elektronischer Drumcomputer, ungefähr koffergroß. Und das ist im Grunde so der einflussreichste Drumcomputer, den es gibt. Der wurde 1981 von Roland, von der japanischen Firma Roland, eingeführt. Und das war damals eine ziemlich große Revolution, weil bis dahin gab es eigentlich nur Drumcomputer, die elektronisch oder ja meistens elektronisch die Klänge erzeugt haben. Die hatten aber festgefertigte Patterns. Also das heißt, das Pattern, Foxtrot, Walzer oder was auch immer, man da abspielen konnte, das war halt fest. Und das war eigentlich war es der zweite, aber es war der erste wirklich ganz berühmte Drumcomputer, wo man die Patterns selbst programmieren konnte. Und der Drumcomputer ist eigentlich für die elektronische Musik und für Hip-Hop ein Wegbereiter gewesen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es die Musikrichtung ohne die 808 nicht gegeben hätte, aber auf jeden Fall gibt es ungefähr jede zweite Band, die in dem Bereich tätig ist, die irgendwas damit zu tun hat. Und meine Installation ist, wie unschwer zu sehen ist, leicht an das Design angelehnt. Und das war natürlich auch die Idee davon, dass man die Klangerzeugung, die durch die 808 auf elektronischem Wege, durch die TR-808, durch das ursprüngliche Gerät auf elektronische Weise erfolgte, dass man die mechanisch umsetzt. Also dass ich die Klangerzeugung wieder aus der Elektronik raus in die physikalische Welt hole. Und deswegen habe ich mir 11 der 13 Sounds hergenommen und habe versucht, und es teilweise auch, glaube ich, ganz gut geschafft, die Klänge in mechanischer Weise zu erzeugen. Also Snare, Bass, Drum, Hi-Hat, Karabasser, Clave, Ride, Clap, Toms dreimal und Cowbell. Genau, die sind alle durch mechanische Aktoren angeregt. Also es ist jetzt natürlich wegen der Entfernung ein bisschen schwer, das vielleicht zu sehen, aber da sind überall so Motoren und Elektromagneten drin, die als Aktoren fungieren und die einzelnen Instrumente anregen. Zu den Zielen hatte ich jetzt gerade schon ein bisschen was gesagt. Also mir geht es vor allem darum, die Klangerzeugung halt aus dem PC rauszuholen. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist auch, dass die Begrenzung der Möglichkeiten, die man eigentlich dadurch hat, für mich eine Art ist, die Kreativität weiter herauszufordern, sage ich jetzt mal. Also wenn man einen PC hat und eine aktuelle Software wie zum Beispiel Ableton oder Reason oder so, dann stehen einem da alle Möglichkeiten offen, die man hat. Und wenn man sich aber ganz konkret und bewusst begrenzt, dann finde ich, ist das für die Kreativität eigentlich zuträglich. Ein anderer Punkt ist natürlich auch noch, was ich vorhin auch schon genannt hatte, die Visualisierung, dass man tonale und optische Reize verknüpft, ist, finde ich, auch natürlich sehr interessanten Punkt. Ja, ich werde jetzt etwas erzählen zur Umsetzung. Also das ganze Case dazu ist in 5 Teile zerlegbar. Man kann es eigentlich gut im Sprinter transportieren. Ich habe es leider, muss ich sagen, in SketchUp designt. Das ist so ein Google-Programm. Jedes andere CAD-Programm wäre vielleicht besser gewesen, aber als ich mal angefangen hatte, war das dann auch zu aufwendig, das irgendwie nochmal zu machen. Und ja, ich habe ein paar Techniken verwendet, die, glaube ich, ganz cool sind. Also zum einen die Buttonleiste unten. Die habe ich tiefgezogen aus Polystyrol. Das war ein Verfahren, das ist ganz, ganz schön, also tiefziehen ist ein großartiges Verfahren, habe ich erst da kennengelernt. Und ich kann vielleicht an dieser Stelle mal sagen, also die Buttons unten und die Regler, die sind noch nicht funktionsfähig, aber ich möchte das eigentlich auch gerne realisieren, dass man die
Drum Machine dann auch wirklich haptisch programmieren kann. Das ist für eine Performance natürlich auf der Bühne so ein bisschen Akrobatik, wenn man davor rumtanzt und die dann live programmiert, aber ich fände es eigentlich schon schön. Aber das habe ich jetzt im Rahmen der Zeit, also der letzten 2 Jahre, noch nicht geschafft. Genau. So, ich möchte jetzt etwas erzählen zu der eigentlichen Struktur der MR808, dieser Installation. Also gesteuert wird die über MIDI, also es ist ein serielles Protokoll, was eigentlich Standard ist so in der Musikgerätetechnik. Ableton ist so das Programm der Wahl, was eigentlich die meisten benutzen, ein Musikprogramm, was halt MIDI sprechen kann. Dann gibt es eine Latenzsteuerung, zu der erzähle ich gleich noch was. Das ist eine in Software gegossene Software, also es ist eine Software, die Latenzen der einzelnen Instrumente ausgleicht. Genau, und auf der Hardware-Seite haben wir dann einen MIDI-Eingang. Die ganze Elektronik besteht natürlich auf zwei Arduinos. Der eine ist dazu da, um die Lichtimpulse zu steuern. Der andere ist dazu da, um die MIDI-Daten in elektronische Impulse umzuwandeln und die Leistungselektronik, also so eine Power-Unit mit MOSFETs, anzusteuern. Also die Latenzkontrolle ist in Software, habe ich schon gesagt. Und die Anschlagstärke der einzelnen Instrumente, die wird über die Anschlagdauer realisiert. Also da gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder man hat einen Motor, der über Pulsweitenmodulation, PWM, in dem Drehmoment beispielsweise verändert wird. Also damit könnte man eine Anschlagstärke realisieren. Also ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Es geht darum, dass man natürlich eine Trommel hat und die soll unterschiedlich laut angeschlagen werden. Also man hat einen Impuls, der soll halt leise sein und einen, der soll laut sein. Das heißt, man muss einen Aktor dazu bringen, dass er ein unterschiedliches Moment, eine unterschiedliche Kraft auf die Trommel ausübt. Und das kann man zum einen für Elektromotoren und auch für Elektromagneten durch diese Pulsweitenmodulation machen. Das ist ein Verfahren in der Elektrotechnik. Und zum anderen kann man es jetzt aber, das habe ich gemerkt, auch einfach über die Anschlagstärke machen. Das heißt, wenn er nur ganz kurz drauf tippt, dann ist der Klang leise, sage ich jetzt mal. Und wenn er länger drauf tippt, dann wird es halt lauter. Und das ist ein bisschen einfacher, deswegen habe ich das hier gemacht. Aber mit PWM wäre eigentlich schöner. Genau, und dann gibt es die einzelnen Instrumente. Da sind in den einzelnen Kammern so LED-Stripes verbaut, die dann diesen optischen Reiz noch unterstreichen. Und genau, so sieht das eigentlich aus mit der Elektronik. Ich möchte jetzt etwas noch zur Latenzsteuerung sagen. Also die Latenzsteuerung ist eigentlich das wichtigste Verfahren, was ich gemerkt habe, weil es macht eigentlich einen Musikroboter erst möglich, dass man mit einem Musikroboter koordiniert spielt. Das Problem ist, dass man mehrere unterschiedliche Instrumente hat und wenn der elektrische Impuls kommt, dann dauert es einfach einen Augenblick, bis der Klang hörbar ist. Und das ist auch für jedes Instrument unterschiedlich. Und das heißt, man muss es irgendwie schaffen, dass man die Latenzen der einzelnen Instrumente synchronisiert. Genau, der Hintergrund, das habe ich jetzt schon erklärt, der physikalische Weg beim Anschlag ist einfach der Grund für die Verzögerung. Und ja, die kann bis zu 100 Millisekunden lang sein. Also es ist ziemlich viel, auch im Audiobereich. Wenn man sich das mal genau anguckt, dann hat man hier beispielsweise eine Übersicht. Wir haben 3 Instrumente, die Bassdrum, die Snare und die Hi-Hat, jetzt mal so grob gesagt. Und wenn wir einen zum Zeitpunkt 0, das einfach unverzögert ohne Latenzsteuerung hätten, dann hätten wir ein MIDI-Signal zum Zeitpunkt 0 und die Bassdrum beispielsweise wäre 50 Millisekunden verzögert, die Snare wäre 90 verzögert und die Hi-Hat wäre relativ schnell 10 Millisekunden verzögert. Und wir möchten aber, dass die alle gleichzeitig natürlich erklingen. Und das heißt, das würde so erstmal nicht funktionieren oder es würde sich eigentlich ziemlich schrecklich anhören. Was könnte man machen? Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, dann verzögern wir einfach die Bassdrum um 40 Millisekunden nach hinten, die Hi-Hat um 80 und dann ist wenigstens alles auf einer Spur. Aber das Problem ist natürlich, dass die restlichen Instrumente, die man auch über MIDI ansteuert, ja auf dem Nullpunkt sind. Also das heißt, man muss es irgendwie zu Null synchronisieren. Und die eigentlich einzige Möglichkeit, die es da gibt, ist den kompletten MIDI-Kanal, auf dem alle Instrumente liegen, um minus 90 Millisekunden nach vorne zu ziehen, so dass die wenigstens schon mal ein bisschen früher kommen und dann in einem zweiten Schritt
den von mir angesprochenen ersten Schritt zu machen und die einzelnen Instrumente so zu verzögern, dass die dann alle auf den Nullpunkt kommen. Und so hat man dann am Ende eine Latenzsteuerung, die alle einzelnen Instrumente auf dem Nullpunkt spielbar macht. Und einen schönen, tighten Beat. So, genau. Also zur Messung der Latenz habe ich auch ein kleines Tool gebaut, also das einfach ein MIDI-Signal ausgibt und die Antwortzeit misst, sodass man die Latenz in Millisekunden messen kann. Und ein Problem, was sich bei der Latenzsteuerung noch ergibt, ist, dass sie natürlich in diesem Sinne statisch ist. Das heißt, man gibt immer eine Latenz vor, sagen wir mal 40 Millisekunden oder eine Latenzkompensation vor, zum Beispiel 40 Millisekunden, und die ist erstmal statisch, aber das System ist ja eigentlich nicht statisch. Weil wenn man einen Schlegel beispielsweise hat, der auf einen Körper aufschlägt, dann könnte es ja auch sein, dass der nächste Schlag schon kommt, während der Schlegel noch in Fahrt ist, also der hat noch nicht die Nullposition erreicht. Und an der Stelle ist dann die Latenz natürlich nicht mehr die Latenz, die ich eingestellt habe, sondern eine kleinere Latenz. Und das heißt, wenn man es jetzt richtig machen wollte, dann müsste man eigentlich eine Regelung machen oder wenigstens eine Tabelle hinterlegen, wo man sagt, okay, wenn so und so viele Schläge aufeinander kommen, dann muss die Latenz halt angepasst werden. Und ja, also oder man macht es als Regelsystem und misst wirklich den Weg, den der Schläge gerade vollzieht, und dann kann man so eine Regelung machen, aber naja, also das ist schon relativ aufwendig und das ist auch ein Fehler, den ich mir zugestehe. Ich habe es ohne das gemacht. Eine weitere Optimierung wäre, das Ganze in Hardware zu gießen. Da hätte ich eigentlich sehr viel Lust drauf. Also ein FPGA würde sich vermutlich anbieten, um den MIDI-Strom auseinanderzunehmen. Ja, aber das ist auch so eine Sache, die dann mal noch auf der To-Do-Liste steht. Ja, wir kommen schon zum Schluss. Der Roboterbau, Musikroboterbau, ist genau wie der Quadrocopterbau oder der 3D-Druckerbau heute relativ einfach, weil man einfach sehr viele grundlegende Einheiten schon da hat. Also ich baue ja zum Beispiel viel mit Arduinos, und das ist einfach eine großartige Plattform, die es einfach macht, Musikroboter zu bauen. Da gibt es auch schon viele Vorlagen, die man nutzen kann. Das war zum Beispiel vor 9 Jahren, als ich angefangen habe, noch nicht so. Da musste man das noch alles selbst machen, also selbst programmieren mit einer R2-Schnittstelle und einem eigenen PIC-Programmer und so. Das war ein bisschen komplizierter. So kann man sich einfach wirklich darauf konzentrieren, den Klang zu optimieren. Meine Vision ist es eigentlich, eine Performance zu haben, eine Musikperformance, bei der alle Klänge aus nicht elektrischen Instrumenten kommen. Das heißt, dass die Klangerzeugung komplett in die physikalische Welt übertragen ist, aber trotzdem die Strukturen elektronischer Musik vorhanden sind. So wie man es wahrscheinlich nicht mit Musikern spielen könnte. Und das zu kombinieren in einer Band mit Musikern eventuell aber auch noch, das ist eigentlich meine Vision. Und deswegen versuche ich natürlich auch über den Drumroboter hinaus noch weitere Ansätze zu verfolgen. Und ein Instrument, was ihr auch schon gehört habt, was sehr unscheinbar ist, steht auch bei mir vorne auf dem Pult, was vermutlich gar nicht zu sehen ist. Das ist das Bild, was ich aber hier zum Glück noch präsentiert habe. Und zwar sind das Relais. Relais, die dadurch, dass die Federn sehr schnell schwingen, auch eine Art von Ton abgeben. Also wenn man die dann mit einer bestimmten Herzzahl einfach schwingen lässt, dann ergeben die eigentlich so bis ungefähr 500 Hertz einen sehr schönen Elektro-Knarz-Bass. Ungefähr. Das wird durch einen Tonabnehmer abgenommen, also einen ganz normalen Gitarren-Pickup. Und das ist hier jetzt nur der erste Entwurf. Das ist aber das Instrument, an dem ich gerade arbeite, also indem man den Tonabnehmer zum Beispiel mit einem Servomotor noch verschiebbar macht, dass man den Abstand zu den Relais verändert, kann man sehr gut die Lautstärke variieren. Oder wenn man mehrere Relais nimmt und die leicht in der Phase verschiebt, dann kann man so Modulationseffekte noch erzeugen, und man kann im Grunde einen sehr einfachen mechanischen Synthesizer damit bauen. Das ist mein nächstes Projekt so ein bisschen. Ja, ich danke euch. Ich habe hier auch von Max Planck noch ein Zitat gefunden, was der immer über Roboter gesagt hat und Robotermusik. Ich lade euch ein, mir noch Fragen zu stellen, und ich würde auch eigentlich noch einen Song spielen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so gut ist, dass hier Leute auf die Bühne kommen oder...
Ja. Wenn nicht alle auf die Bühne kommen. Vielleicht Fragen. Ja, spielen? Okay. Spielen. Okay. Okay. Okay, du sollst, glaube ich, spielen. Okay. Aber ich habe noch eine kleine Bitte für den Moos. Und zwar bräuchten wir gleich 3 Leute, die uns helfen, das abzubauen und runter in den Sprinter vom Moos zu bringen, weil es ist deutlich größer als ein Koffer. Ja. Noch. Genau, es wäre sehr nett, wenn sich 3 Menschen finden und uns dabei helfen. Sonst gibt es keine Security Night mehr. Es ist ganz einfach. Eins, noch 2, aber okay, spiel ruhig. Das machen wir dann. Schön. Während des Spiels finden sich die beiden anderen. Vielen Dank. Okay. Großartig. Fragen? Mehr Musik. Noch mehr Musik? Auch, ja, mir ist das gleich. Wenn ihr keine Fragen habt, spiele ich gerne noch ein. Ja, okay.